This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Herzlich willkommen bei Jacknife auf dem Kanal. Ja, cool, dass ihr hier wieder dabei seid. Im Zuge meines Reviews von diesem Optimus Polaris Optifuel Tactical Kocher habe ich doch einige nette, tolle Kommentare wieder bekommen. Und da hat mir unter anderem der Viewer T-MO, danke erstmal, dass du kommentiert hast und danke auch, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Weil man kriegt eben auch nicht alles mit. Da müsste man auf jede Messe gehen, jede Outdoor-Messe, jeden Quatsch gucken, um sich da vollflächig zu informieren. Und das kann man als Einzelperson gar nicht. Also ich schaffe es nicht. Und dieser und du hast mir einen Link dabei reingeheftet in das Review von dem Optimus. Das ist für diesen Kocher von der Firma Bernie Dog Stove Products. Ich muss mir das echt mal aufschreiben. Das ist echt so ein blöder Name, den ich mir nicht merken kann. Bernie Dog Stove Products. Und da gibt es dann die Polar Dog, also so eine Kappe, die anstelle dieses Prallbleches, ich nehme eben gerade die Zange, weil ich das gerade habe laufen lassen, um für euch den Lautstärkevergleich zu machen. Dieses Prallblech ist ja normal hier vorne drauf an dem Kocher. Das wird hier so mit diesem Haken so eingehakt. Na, nun komm schon. So, und dann wird das hier so klick, klick fest. Ja, jetzt will das wieder nicht. Vorführeffekt. Ah, ist egal. So, jetzt ist er dran. Jetzt ist er dran. Das ist dieses Prallblech. Der Sprit kommt hier unten aus der Düse, prallt dann vergast an das Blech mit Druck. Flamme geht dann ringförmig hier in den Rand und, sagen wir mal so, ist unkontrolliert, sprüht sie einfach zur Seite. Und das ergibt wie so eine Düse, ergibt es eben diesen lauten Klang, den wir alle kennen jetzt, ich habe einen Vergleich, den habe ich jetzt gemacht, also das habt ihr ja vorhin gehört, wie viel leiser das andere Ding ist. Und ich war neugierig. Eigentlich war ich neugierig, unbedingt, mich stört das gar nicht mit dem Laut und Leise. Das wird immer wieder als in Kommentaren ist das Lesen, ja, und überall, oh, die werden so laut. Ich sehe das eher so, das ist so ein bisschen Outdoor-Romantik, wenn mein Benzinbrenner so vor sich hin faucht. Ich mag das. Der macht da eben Feuer. Und nebenbei habe ich noch, was mir immer sehr gefällt, weil wir oft so Eintöpfe kochen draußen mit Familie, wenn wir unterwegs sind mit dem Kanu, was wir gerne und oft machen. Wenn wir mit dem Kanu unterwegs sind, dann brudelt da sozusagen bald eine Stunde, anderthalb Stunde auf diesem Kocher die Suppe. Und dann stellen wir den irgendwo an den Rand und du hörst dann eben, dass er da richtig arbeitet. Und wenn das nicht mehr macht, weißt du, dass entweder Sprit alle ist oder irgendwas nicht läuft und die Suppe eben nicht mehr kochen kann. Also ich finde, das ist auch für mich ein ganz gutes Kontrollmedium. Weil wir lassen die Suppe dann einfach so vor sich hin simmern und der Kocher faucht da so ein bisschen. Und das stört uns eigentlich nicht oder mich nicht und meine Frau auch nicht. Andere sitzen doch, es gibt da wieder verschiedene Typen und das muss jeder für sich selber ausmachen, ob er das ertragen kann. Normales Wasserkochen, da reden wir bei so einem Brenner von 2 Minuten, dass er etwas faucht und dann ist er aus. Wenn der jetzt eine halbe Stunde dafür brauchen würde, fürs Kochen, wäre das natürlich eine Sache, wo man sagt, um einen Liter Wasser zu kochen, das wäre ja, wär schon ein bisschen laut, aber wie gesagt, so ansonsten stört mich das persönlich nicht. Aber ich war neugierig und wollte diese Bernie Dog Polar Cap eben ausprobieren. Jetzt kann ich sie anfassen. Jetzt ist sie nicht mehr so heiß. Ist noch heiß? So ein bisschen hin und her einmal. Ja,
Und da habt ihr dieses Teil hier. Und jetzt kommt eben der Haken an dem Ding. Es ist irgendwie cool. Coole Idee. Die gibt es in verschiedenen Varianten. In Dunkel mit Nickel, Silber, Stahl und Firlefanz und Bronze gibt es die. Und bei dem Shop. Die kosten in Amiland knapp $42. $42 ist ein Arsch viel Geld, finde ich, für so ein Käppchen. Wird wohl in Kleinserie eben hergestellt und das ist eben das Schwierige, was man eben, was wir so gewohnt sind aus Großserien von Chinesen und so weiter, da sind wir gewohnt, dass so ein Käppchen würde man, sagen wir mal, 5 Euro für bezahlen oder 10. Ja, hinzu kommen nochmal satt 10 Euro Porto. Und dann kommt noch einmal hinzu Zoll, weil der Zoll ist ja über 20, über, ich glaube, irgendwie 30 Euro, 25, 30 Euro oder was das war. Da ist ja die Grenze und dann müsst ihr noch Mehrwertsteuer darauf bezahlen. Und dann sind wir hier bei knapp 60 Euro für so ein Käppchen. Mit allem drum und dran. Mit Zoll und Porto. Ist ein Haufen Geld, wenn man bedenkt, dass man einen gebrauchten Optimus-Kocher kriegst du hier schon für zwischen 60 und 90 Euro, habe ich so gesehen, kosten die bei eBay Kleinanzeigen. Da kriegt man immer ganz gut gepflegte Modelle. Aber es dreht sich ja eben drum, was macht diese Kappe? Also generell finde ich, ist das natürlich nett. Angeblich soll sie, soll die Kappe für eine, für schnelleres Erhitzen sorgen, was ich nicht glaube. Ich habe jetzt nicht ausprobiert. Er braucht hier mit der Kappe meines Erachtens länger, wie mit dem Jet. Weil der Jet ist einfach nur schiere Power und Feuer, was da rauskommt. Und es umlodert dann den Pot auch sehr stark und gibt eine, ja, also ich, das ist jetzt nur subjektiv. Ich habe das nicht gemessen. Und habe da jetzt auch eigentlich gar keinen Bock drauf. Aber ich habe das Gefühl, dass der schneller ist. Selbst wenn sie gleich stark sind, ja, dann hat man eben den Gewinn, dass er ein leiser Brenner ist. Dann sind wir hier aber schon mit 180 Euro und, oder je nach Shop, also sagen wir mal zwischen 160 und 180 Euro kostet ja so ein Optifuel. Plus dieses Käppchen für 60 Euro. Im Extremfall sind wir dann bei 240 Euro für einen Kocher. Da kriegt man schon hier so einen ganzen Konstruktorherd für die Küche für. Das ist schon viel Geld, ne? Finde ich. Mit Ceranfeld, das gibt es auch noch dann dazu. Das ist schon viel Geld. Ansonsten, also er kocht leise und du kannst ihn ganz fein regulieren. Das ist auch ziemlich cool. Ich mache dann nochmal gleich ein Bildchen zu, dass ihr euch angucken könnt, wie der regulierbar ist. Wobei auch mit dieser Brennerkappplatte ist er auch super fein regulierbar. Das macht nämlich nicht diese Kappe, dass er fein regulierbar ist, sondern das macht dieses... Seht ihr? Da kommt schon was rausgespritzt. Dieses Feinventil. Das war eben Waschbenzin. Das kann man ganz fein regulieren. Und das ist das Coole an diesen Multifuel-Brennern, weil die da so gut regulierbar sind. Das ist egal, ob ihr Optimus oder Primus oder was es da im Moment gibt, MSR nimmt. Die haben das jetzt alle. Diese Kappen gibt es auch für fast jeden Brenner. Angeblich soll die hier auch für den Trangia-Einsatz von Primus passen. Sie passt nicht auf den Nova, weil der Nova hat hier diese Riffelbleche da drin, die sind etwas höher, die gucken ein bisschen weiter raus und dadurch sonst wäre die Kappe zu hoch. Generell muss man eben aufpassen, dass der beim Vorheizen, dass ihr vorheizt und dann die gesamte Flamme aushabt. Wenn ihr den Apparat nämlich einfach nur draufsetzt und die Flamme ist noch in der Glocke drinne, dann kriegt ihr so eine lange Stichflamme und dann habt ihr nur Ruß. Also das ist schlecht. Also ihr müsst, wie gesagt, hier erstmal ganz artig wie immer vorheizen und dann erst die Bernie Dog Cap raufpacken und dann kommt diese... dann fängt er langsam an, dass er dann diese Vergasung eingeht und dann, dass die Kappe auch heiß wird.
Und dann funktioniert das auch richtig, weil sonst habt ihr ringsherum Flammen. Da müsst ihr auch aufpassen, passt da bloß auf im Zelt mit. Also ich würde empfehlen, mit dieser, wenn ihr euch das wirklich kaufen solltet, übt da reichlich mit, weil da könnt ihr, wenn ihr bei Schlechtwetter mal irgendwie unterm Tarp Vordach mit so einer Stichflamme habt ihr mal eben ratzfatz alles abgefackelt, was da entsteht. Also ich mach das auch noch mal eben hier als Video, dann packe ich das unten mal eben rein, dann könnt ihr eben sehen, was da passiert für eine Stichflamme, wenn der unten gezündet wird unter der Kappe, also wenn die Kappe auf die Flamme gesteckt wird, dann kommt nämlich nur eine Riesenflamme raus und nicht die kleine an den Düsen hier, die kleinen bläulichen Flammen. Ja, Empfehlung, also wenn das jetzt so auf den Sack geht, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das so auf den Sack geht mit dem mit diesem Krach vom Benzinbrenner, dem kann ich natürlich das ganz klar empfehlen das wertet dann für ihn das Ding auf. Generell großer Nutzen wird sich dadurch nicht mehr einstellen. Du kannst genauso das andere fein regulieren. Das wird weil es so wenig deutsche Videos darüber gibt, wird da wenig drüber gesprochen. Und ich habe das jetzt dann eben auch, weil mir das eben zugetragen wurde, dass es das gibt, habe ich gedacht, da machst du mal eben schnell was zu, weil es noch zeitnah zu dem Optimus ist. Was mir gar nicht gefällt an der Sache ist, wenn ihr so draußen seid und gerade im Schnee, ich habe das schon mal verloren, wenn ihr irgendwo im Tiefschnee unterwegs seid, sei es, diese Kocher werden ja auch gerne im Winter benutzt bei Schnee. Und dann habt ihr dann da irgendwie so ein Käppchen und ihr benutzt das und packt das dann zur Seite oder das ist ja kochend heiß und ihr packt mal eben den Kocher zur Seite und plumps ist das rausgefallen. Und so ein heißes Käppchen fällt durch und wenn ihr jetzt so einen Meter Schnee habt, ihr findet das garantiert nicht wieder, meistens nicht wieder. Ich habe das einmal mit so einem Plättchen gehabt, die haben jetzt ja neuerdings eben hier so einen Haken, damit man sie nicht mehr verlieren kann. Alte Modelle haben noch nicht diesen Haken, der so reinhakt mit dem Loch drinne, sodass man sie verlieren kann. Und dann ist das Ding weg und dann habt ihr nämlich einen Brenner, der nicht mehr nutzbar ist. Und gleiches mit dieser Kappe. Dass sie nicht irgendeinen Federring hat, um diese Kappe festzumachen. Und da könnte man nämlich das eine Loch von dieser Platte nämlich für benutzen, um das irgendwie einzuhaken, damit man es nicht verliert, also damit es verliersicher ist. Das finde ich ist ein ganz, ganz, ganz großes Manko an dieser Bernie Dog Cap. Also man muss da wirklich drauf aufpassen. Sie ist gedacht eben als Polar Dog, sagen sie sogar, als Polarkappe, damit der besser feiner. Und er soll auch weniger verbrauchen dann. Aber gerade da, weil Schnee und Eis, irgendeine Lapplandtour oder wo ihr gerade unterwegs seid mit Ski und Schlitten, da werdet ihr so einen Brenner dann benutzen und eben dieses Ding. Also wenn man sich darauf verlässt, würde ich sagen, bestellt gleich zwei. Weil die verlierst du im Schnee ratzfatz. Das ist also ein Fakt für mich, weil ich selber mir das schon passiert ist mit diesem Plättchen. Zum Glück hat man im Set noch ein Ersatzplättchen dabei gehabt und damit war das dann gedeckelt. Ja, viel, viel Geld um es ein bisschen leiser zu haben. Wird sicher einige freuen und ich werde es auch benutzen in Zukunft, weil ich es ja nun auch habe. So, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Überblick darüber geben. Die Sache ist sehr gefällig, das ist klar, wenn es leiser ist, ist es schöner. Aber das muss man eben selber mit sich ausmachen, ob man so viel Geld dafür ausgeben möchte. Mal eben so abgesehen vom Video Erscheinung könnt ihr jetzt sehen, bis jetzt hat das gedauert. Das ist heute gekommen. Und da könnt ihr eben sehen, wie lang auch der Postweg von Amiland hier rüber mit Zoll und allem gelötet ist. Das war über einen Monat jetzt, ja. So, danke fürs Schauen, liebe Leute. Schreibt mal rein, was haltet ihr davon? Ich fand die Idee cool, war neugierig, teurer Spaß für ein bisschen Nutzen. Bis denn, unten Kommis, Abo nicht vergessen, Glöckchen drücken. Alles klar. Bis denn, tschüss.
Und jetzt erst kommt er. Ah, da muss er noch immer ein bisschen, darf er nicht zu viel Sprit kriegen, damit die Glocke heiß wird und in den Vergasermodus geht. Das dauert sehr, sehr viel länger mit der Bernie Dog, mit der Polar Cap, wie mit diesem Prallblech. Jetzt kommt er langsam, seht ihr? This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon.